Good morning, Night City! Yesterday's body count lottery rounded out to a solid and sturdy 30. 10 out of Haywood, thanks to unabated gang wars. One officer down, so I guess you're all screwed, because the NCPD will not let that go. Got another blackout in Santo Domingo. Netrunners are at it again, poking holes in the power grid. While over in Westbrook, trauma teams scraping cyber psycho victims off the pavement. And in Pacifica, well, Pacifica is still Pacifica. This has been your man, Stan. Join me for another day in our city of dreams. Cyberpunk 2077. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Cyberpunk 2077. Ja, ich habe jetzt gerade mal alle Einstellungen durchgenommen und hoffe, dass das jetzt soweit okay ist. Ich musste einige Einstellungen natürlich einstellen, damit man überhaupt die Sachen hochladen darf auf YouTube. Weil YouTube ist da ja in einigen Sachen, speziell auch Nacktheit und so weiter, sehr, sehr extrem eingeschränkt. Also sprich, man darf es nicht zeigen, weil man sonst einen Strike riskiert. Das möchten wir natürlich nicht riskieren, deswegen habe ich auch die Musik wie immer ausgeschaltet. Aber am Spielevergnügen nimmt das natürlich nichts. Wir starten jetzt erstmal ein neues Spiel. So, dann ist die Unterscheidung zwischen Nomade, du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile, einen Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet und niemand kaufen kann, gelten hier viel. Klingt erstmal schon mal gut. Wähle gegen deinen Lebensweg, hä? Wähle versus Lebensweg. Einige Handlungen und Dialoge im Spiel werden sich je nach deinem gewählten Lebensweg unterscheiden. Okay. Dann gibt es noch das Street Kid. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwächen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Oder der Konzerner, der nebenbei bemerkt, ein cooles Auto hat. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder heraus und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Ja, da ich grundsätzlich kein Fan von irgendwelchen Konzernen bin, weil die eh nur an Profit denken und nicht an die Menschen selber, ich aber auch nicht mit irgendwelchen Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen sein möchte, wähle ich natürlich den Nomaden, weil der sich am besten anhört. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe. Das sind Werte, die jeder Mensch haben sollte. Deswegen wählen wir den Nomaden. So, ich werde jetzt im Folgenden mal schauen, was ich hier alles so einstellen kann, beziehungsweise werde das Ganze einstellen und schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn es fertig ist. So, dafür habe ich mich jetzt nun entschieden. So sieht sie aus. Gut, bei den Tattoos hatte ich nicht besonders viel Auswahl. Das ist das Einzige, was so einigermaßen den Oberkörper bedeckt. Auch wenn, naja, natürlich das, was drauf ist, ziemlich fraglich ist. Die Haarfarbe hat mir sehr gut gefallen. Leider gab es da keine Nuancen oder so. Aber Pink geht immer, beziehungsweise Pink und Lila. Und vom Gesicht her, ja, also es gibt viele Sachen, die man aussuchen kann, habe ich festgestellt. Aber man kann die Sachen nicht alle so machen, wie man es haben möchte. Ich wollte zum Beispiel eigentlich ein normales Gesicht haben, was so ein bisschen spitzer nach unten geht und nicht so, ja, Pfannkuchenmäßig aussieht. Das habe ich leider nicht gefunden. Ich hatte für mich persönlich nur die Wahl zwischen Schwarz und diesen dunklen Lila vom Lippenstift, weil andere Farben
überhaupt nicht drin waren, die mir sonst gefallen hätten. Und ja, das Make-up, das wollte ich halt relativ dezent haben. So, unser Alias ist jetzt V. Ich denke mal, das kann man nicht ändern. Nee. Charakterhintergrund haben wir ja schon eben vorgelesen. Ich habe mich für folgende Attribute entschieden: 5 in Konstitution, 5 in Intelligenz, 4 in Reflexe, 5 in technische Fähigkeit und 4 in Coolness. Ja, unseren Fingerabdruck können wir natürlich nicht bestimmen. Kann man hier noch runtergehen? Auch nicht. Das bestätigen wir jetzt einfach mal. So, Abzeichen F auf näher entfernen. Oh no. Electric coupling module. You said it was nothing serious when I came in. You said you were sure. So, willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City, Chum. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener It-Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zugreifen. So, ich muss mich jetzt wohl total dran gewöhnen, überhaupt mit Maus und Tastatur zu spielen. Aber ich denke, dass Maus und Tastatur für mich jetzt wirklich am besten sind. Ich frage mich jetzt nur, warum die Kamera so komisch am Ruckeln ist, wenn man hin und her geht. Ich schaue mal kurz in den Einstellungen nach, ob ich das verbessern kann, dass man die Kamera einstellen kann. Und dann hole ich euch gleich wieder hinzu. Also, ich habe es mal ausprobiert, aber ich kann da jetzt nichts wirklich einstellen. Dadurch ist es jetzt nämlich nicht flüssiger geworden. So, ach so, ich dachte, wir sollen ihn jetzt erstmal ansehen. Hi, sprich mit dem Mechaniker. Wenn ich wüsste, wie, würde ich das auch mal. Ah, Moment. You know, I Motor don't have all day. begutachten. Ich repariere es selbst. Kann ich das? Probieren wir einfach mal aus. That's fine. Step aside. What? Got any idea what to do? Nö. Aber ich mach's mal einfach. I'm gonna bypass the coupling and break a hot wire. Compressor will run on and on. It could seize up. Did anyone ask your opinion? Tja, keine Ahnung, aber offensichtlich funktioniert das. Will der den jetzt einfach auflassen? Oder soll ich jetzt nur den Motor starten? Ich weiß es nicht. Okay, let's see what happens. It's like I was telling you. Okay. Not shabby at all. Question's how long it'll last you. It'll get me to Night City. I'll figure something else out there. Right. Machbar? Machbar. Mit Funkgerät verbinden. Ich suche Jackie Welles. Wie kann ich das denn aus. Ah, okay. I'm looking for someone. Jackie Wells. If you maybe. Nicht? Okay. So doable? Sure was. Satisfying that. Not a solid fix. Might as well have used spit and duct tape. It worked. That's what matters. Genau. Mehr kann ich aber nicht machen. I'm looking for someone. Jackie Wells. If you maybe. Dann geh mir aus dem Weg. Ich will mit dem Auto hier rausfahren. Nee, da komme ich so mit raus. You know, I don't have all day. Ja, das ist schön, dass du nicht ewig Zeit hast. Und sag mir doch, was ich machen soll. Antenna on this heap don't seem like it packs a punch. Not liable to hear much. You don't say.
Ups. Hey, Mike. Didn't know you had a customer. Rolled in a few hours past. I thought she'd at least called in to you. Don't you sweat it, Mike. We're gonna hash it out. Don't you know you owe the sheriff a word when you pay his town a visit? To tell him what's brought you here. Maybe even over a cup of coffee. Jo, du kannst mir gerne eine anbieten. No need to worry, I won't be staying long. Didn't answer my question now, did you? Welche Frage? Name's Andrew Jones. Probably heard of me. Nö. I can't say that I have. Served in Spec Ops during the last war. Silver Shoguns? Ring any bells? I can't say that it does. Don't like to get along, do ya? Was ist das denn für ein Vollhonk von Polizist hier? That a nomad vehicle? Ey, runter von meiner Karre! Hab ich gerade wieder zusammengepflegt. I'll just fix it up and go. I have no reason to linger. No, you sure shit don't. Nothing boils my blood like a fucking stray. Where'd your clan pitch camp? There's no clan. There's no camp. I'm here alone. Ain't buying it. Nomads always stick to their packs. My family's in pieces. That's why I'm headed for Night City. Makes you an outcast among outcasts. Sure as hell hope you'll be on your way before long. Hallo? Achso. I saw a broadcasting comms tower on my way in. My antenna's down and I need to radio someone. What you need's to hightail it out of here without another word. Ain't got no mind to see you drifting around these parts. Got it? I've made it clear. I don't want any trouble. Then stop looking for it and hit the road. Quick. Halt, stopp. Ich weiß auch gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Moment, rechts. Oh Gott, mit Tastatur Auto zu fahren, das kann ja was werden hier. Eieiei. Okay, halt, stopp. Da sollte ich, glaube ich, hin. Der reagiert aber nicht gerade sehr zügig auf die Bremse. Boah. Okay. Und der bricht ziemlich aus. Das wird noch mal lustig werden. Okay. Halte F gedrückt zum Verlassen. Ich bin's überhaupt nicht mehr gewohnt, mit Tastaturauto zu fahren. Das ist so ein absolutes No-Go für mich. Hallo. So. Hast jetzt davon. Gehe zum Funkturm. Das dürfte der sein. Steht ja auch auf der Karte, aber... Das finde ich übrigens sehr, sehr gut. Ich hasse nämlich Spiele, die eine Open World haben und keine Karte. Das erwähne ich jedes Mal aufs Neue. Ich glaube, hier muss ich hoch. Die Frage ist nur... Achso, reicht, wenn ich nach oben drücke? Ich hoffe übrigens, ihr versteht mich einigermaßen, weil ich aktuell mal wieder erkältet bin. Und ja, das sich ein bisschen auf meine Stimme runterschlägt. Jo, okay, sie macht ja alles alleine, oder? Hello? Come in. Come in. Ah, raised you finally. Willie McCoy. It's good to hear your voice. Fee. Wish I could say the same. I need your help. One last time. One last time. Again? I have to find the client with my payload, but I don't know where he is. Right place, right time. You were there? My car gave out. The electric coupling. It's a miracle I made it here. Maybe the client left a message. Could you check for me? Sure. Last time, though.
I mean it. Client's name? Jackie Wells. Huh. Actually left a message. He's waiting on a farm. Flicking you the geoloc data. Thanks, Willie. I owe you one. You do. Just don't get yourself killed. And don't call again. Okay. Warum hakt das gerade? Ja, kein Thema. Spring da einfach runter. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich dachte, die geht jetzt automatisch da die Treppe, die Leiter runter. Wollt ihr mich verarschen? Ey, wie soll ich denn da jetzt die Leiter runtergehen? War da ein F drin? Weil normalerweise geht man ja einfach mit der Tastatur und dann macht die das automatisch. Kehre zum Wagen zurück. Mal schauen. Ich muss mich jetzt ganz vorsichtig dem Ding nähern. Tatsächlich, da ist ein F drin. Also das habe ich jetzt noch nie erlebt, sowas. Dann ist die wenigstens geblockt, dass die nirgendwo runterfallen kann. Aber sowas habe ich echt noch nie erlebt. Das war jetzt krass. Okay. Wir sind ja, denke ich mal, immer noch in so einer Art Einführung hier. Oh. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich endlich auf die dritte Perspektive wechseln kann, weil ich hasse es, aus der Ego-Perspektive zu spielen. Ja. Boah. Das mit der Kamera ist auch noch so eine... auch noch so eine Sache, weshalb ich nicht mit Tastatur und Maus Auto fahre. Boah, dieses Geruckel immer mit der Kamera. So geht die Kamera immer immer automatisch zum Auto runter. Das ist voll nervig. Nein? Stopp. Halt. Eieiei. Wo muss ich denn hin? Dahin. Ich hoffe, das Auto geht jetzt nicht kaputt, wenn ich hier so außerhalb von der Straße durch die Gegend bretter. Ja, komm. Noch ein Stückchen. So. Okay. I was worried I'd have to turn to farming. Yeah. Sure hope you're here for me. Das kommt drauf an. Achso, nee, da. Hallo. Lee Wells. And Jackie, por favor. And V. Seems you have cargo that needs to be moved. Oh, where I'm from, you share a bit about your soul before you talk biz. Eh? It's kind of like a custom. Or just good manners, you know. Also been promised a retirement package. In other news, the MCPD. You're a man of principle. You need a backbone, chica. At least you'll have that left when they've taken everything else. Why don't we start with you then? NC native, right here. Got Haywood in my blood. Never been to NC. That doesn't mean much to me. So, imagine a place where everyone's like your bro or sis. Or distant cousin, at least. I think I understand. You don't have to like each other, but it's family. That's Haywood. That and everyone's back in iron. And you? I guess you could say I'm from my own Haywood. You and me, we're gonna get along fine. Thank you for joining all of us here at Cargo. We'll see you next time. Let's load it in the car. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, deswegen ich stelle keine Fragen. Genau, du trägst, ich gehe zum Auto. Started thinking you might not come. I got held up. And you weren't exactly easy to find. I decided to lay low, you know? The sheriff, he looked like one grouchy motherfucker. Yep. Soll ich den aufmachen? Kannst du den selber aufmachen? Anscheinend nicht.
Ein Mann, der das Ding tragen kann, aber nur nicht mal Kofferraum aufmachen kann. Also ehrlich. Meinst du mich? Oh, setz dich nicht zu mir ins Auto. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Das kann nicht gut gehen. Eieieiei. Oh Gott. Hätte ich gewusst, dass man hier so viel Auto spielt. Das Problem... Der bricht aber ganz schön aus. Das Problem ist, dass ich mit Maus und Tastatur angefangen habe zu spielen, weil ich denke, dass man hier viel schießen muss. Ich weiß es aber nicht, weil ich absolut keine Ahnung habe, worum es in dem Spiel geht. Ich habe das nur so ein bisschen angeschaut vom Trailer her und so. Und das sah sehr interessant aus. Ich wusste, der biegt jetzt ab. Ja, sind wir. Oder soll ich auf der Gegenspur fahren? Hey, you sure you've moved contraband before? Why, are you nervous? Me? Well, maybe a little. Boah, Leute. What now? Nothing. They'll scan us and check our papers. Okay. I'll do the talking. Neues Gebiet, okay. Ja, komm. Geh mir aus dem Weg. Ich will da ran. Los. Please direct your vehicle to the inspection area. Remain in your vehicle. The security check will begin shortly. Ich auch. Hand me the manifest. They'll need to see it. Grab these. Let me see. Ah. It's marked LOA. Perfect. What's that mean? Lost on arrival. Means the cargo was flagged as to be lost as soon as it crossed the border. Oh, so they know we're smuggling. Well, they're about to find out. The owner of the vehicle in the inspection area will report for further questioning. Chingada madre. What now? If we want the customs officer to turn a blind eye to our dubious docs, we'll need a sweetener. Do you have the credit chip with the bribe? Oh, yeah. Forgot about that. Right. You forgot. Wir sind mal cool. Wir haben selber keine Ahnung, aber... Hi, können wir dich bestechen? Hallo? Ach so, ich muss woanders hin. Ach, wenn man den mal nicht guckt, ne? So, wer von euch will mein Geld? If you're armed, place your weapon here. Bist du das? Ich glaube ja, ne? Wehe, du stellst irgendwas mit meinem Baby an. Dann werde ich dir dein Baby abballern. Sobald ich meine Waffe wiederkriege. Hi, ich möchte sie bestechen. Papers. I know the rules. Everything's there. It might be, it might not be. We'll see. Ah, du siehst noch ein bisschen mehr, Schätzchen. What are you transporting? It's all in there. Everything? There's one additional enclosure to the manifest. Ich hoffe, die sind nicht so korrekt hier. Ah, yes. Remind me, you drive for which Nomad Clan? I don't think that's any concern of yours. Is that what you believe?
You know, whenever I see someone like you, I'm oh so grateful not to be on that side of the table. The feeling's mutual. Go on now. Your associate's waiting for you in the car. Ja, heißt das jetzt, die buchten uns gleich ein oder dass der das einfach angenommen hat? Sei jetzt eher... Oh, nee, ich brauche ja noch meine Waffe. Ups. Jetzt rück meine... Hallo, rück die wieder raus. Gib her. And welcome to Night City. Those little shits imagine Night City is some kind of paradise. What can you do? Young, naive, which is just a youth. Jung, naiv? Hallo? What happened in there? Willst du fahren? Das wäre mir ehrlich gesagt doch lieber. I'll tell you soon. We need to get out of here. Yeah, okay. Dann los. You gonna tell me what happened back there? A customs dickhead got nitpicky. And that ain't normal? Not to that extent. Smelling trouble around the bend? Drive, Jackie, just drive. Someone's coming our way. This does not look good. Stop your vehicle immediately. Let's get out of here. On it. You are transporting contraband that is corporate property. I repeat, stop the car. Wir transportieren keine Schmuggelware. Oh. Fahrzeuge kämpfen, Waffe ziehen mit Alt, Waffe wegstecken und widersetzen, zweimal schnell Alt drücken. Was heißt widersetzen? Springe ich jetzt aus dem Auto raus oder was? Als Beifahrer kannst du dich aus dem Fenster lehnen und dein gesamtes Arsenal ausgerüsteter Fernkampfwaffen einsetzen. Okay, und wie? Also Waffe ziehen ist mit Alt, das habe ich verstanden. Habe ich schon endlich Schuss? Ich weiß es gar nicht. Boah, muss der so wackeln hier? Hallo? Sehr schön. Oh. Wäre die. Achso, die sind noch hinter mir. Junge, jetzt wollte ich einmal auf die Fässer schießen und du drehst dich zur anderen Seite. Kannst du das mal lassen? Boah, dann dreh doch nicht immer deine Runden hier. Ernsthaft. B, watch it! Merde, close call. Ja, vor allen Dingen, weil mein Leben ziemlich runter war. Hey, Sluss. Not sure my nerves can handle this. Keep driving. We can't stop here. Place looks deserted. Gonna stop here. Need to sort out a few things before we go on. Okay. Fucking hell. Hijo de la chingada madre! I almost tagged our asses. That what you call smuggling? Chingado! It's supposed to go smooth. No problems. Calm down. Sometimes these things happen. This? What kind of shit happens? Border security tipped off the corporation that we have their cargo. What's the deal with these borderlies flipping us the finger as they fucking please? With no consequences. He took a risk. He assumed we didn't have a clan backing us, and he was right. Pendejamente ridículo. So what now? Yeah. We've crossed the border. Now you pay me,
and we go our separate ways. I ain't gonna lie. I'm a bit light. Bitte? Hey, now. I have something for you once I collect my scrap for this corpo crap we're carrying. Oh, and you just figured I would sit by patiently? Actually, I wasn't gonna pay you at all. Just gonna bust ass and disappear as soon as we crossed over, but you're all right. I appreciate the honesty. Yeah, thanks. So what's next? Now we take a peek inside. Na? Open it. Ach so, ich soll das machen. Tja, mal schauen. Oh shit. Says Arasaka on the crate. We are robbing some heavy hitters. And maybe we'll make some heavy money. Das ist echt ein Fisch, oder? A real iguana. Ach so. A lesser Antillean, I think. Okay. Think you can make some money on it? Sure. Think it'll make us happy. Us? Yeah, partner. We'll go halfsies. Any decent fixer will find a loaded gonk interested in a rare gem like this. It's kind of a shame, though. I always wanted a pet. Got the name Manny all thought out. Hey, by the way, you, got any plans for what you'll be doing in Night City? Ich habe absolut keine Ahnung. I don't have any plans. Spent the last years traveling between states with my nomad family. I'll probably be waiting for you somewhere, eh? No. We decided to go our separate ways. That must be tough, huh? Having no one to go back to. But don't you worry. Let me help you find digs. You gotta live somewhere. It's important to have people you can turn to. You know, like, family. Maybe you'll find your own down in Night City. Thanks, much appreciated. Hey, come on. It's nothing. We got chemistry, you and me. Be a crying shame to waste it. Partner. Hey. Aww. Aww. Cuddly little fucker. Okay, partner. Time to grab the lizard and scurry out of here. Hallo? Hello there, Night City! Stanley here with you, and we got another day ahead of us in this city of dreams. Ooh, I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. Every new day here means 100 new arrivals. But only half these gonks will survive a year. And that's if it's a good one. And why do these peeps come to NC? Well, to be street samurai like Morgan, Blackhand, and Waylon Boa Boa. The greater the risk, the bigger the bounty, kids. Or so they say. But you can only be a major league player for so long. The faster you live, the faster you burn out. If you don't get a bullet to the brain first. Scheiß. NC's legends. Know where you'll find most of them? The graveyard. Matters not where you're from. Matters not where you start. What matters here is the walk you walk. In Night City. The City of Dreams.